Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Anstoß der Partie ist am Freitagabend um 20.30 Uhr. Ich begrüße unseren Cheftrainer Gerardo Seoane und wir freuen uns auf eure Fragen. Wer möchte beginnen? Carsten Kellermann von der Rheinischen Post. Ja, hallo zusammen. Herr Seoane, fangen wir an mit dem Personal. Wir haben es gehört, Ngumu ist jetzt auch verletzt, fällt aus. Honorar wird weiter fehlen. Wie beurteilen Sie Jonas Omlin ebenfalls? Sind schon mal drei Spieler, die zuletzt viel gespielt haben, die ausfallen. Ist das im Moment so ein bisschen ein negativer Trend in der verletzten Geschichte dieser Saison? Ja, hallo. Also mit den Spielen kommen die Verletzten, ist klar. Wenn man die Belastungen werden höher, man geht an die Grenze, dann kommt die ein oder andere Verletzung. Ich glaube, dass wir immer betont haben, dass wir einen qualitativ guten Kader haben und dass es am Schluss alle Spieler braucht. Und ich glaube, dass wir bis jetzt alle Positionen immer sehr gut auch ersetzen konnten. Und das ist ein wichtiger Teil während einer Saison, dass jeder Spieler versucht, auch wenn du nicht im Moment vielleicht so viel spielst, dass du auf einem guten Niveau bist, dass du mental auch bereit bist, wenn deine Chance kommt. Und ja, es ist auch für uns immer auch schön, dass Spieler, die die Chance bekommen, die Möglichkeit haben, sich von ihrer besten Seite auch zu zeigen. Und es ist auch die Aufgabe von den Spielern, die vielleicht ein bisschen mehr gespielt haben, den Spielern, die vielleicht reinkommen, die Aufgaben einfach zu machen. Christian Hornung für die Bild-Zeitung. Gegen Union hat Ihre Mannschaft sehr intensiv verteidigt, wenig zugelassen, in der zweiten Halbzeit aber auch selber recht wenig rausgespielt. Erwarten Sie ein ähnliches Spiel am Freitag in Augsburg? Und gefiel Ihnen diese Herangehensweise von Ihrer Mannschaft, diese Geduld? Oder wünschen Sie sich noch mehr Kreativität nach vorne als in der zweiten Halbzeit? Gut, der Verlauf des Spiels liegt nicht immer nur in unserer Hand, sondern auch dem Gegner, der auch seine Argumente auch hat. Ich glaube, wir haben auswärts in Frankfurt über lange Phasen sehr viel Ballbesitz gehabt, in der ersten Halbzeit gegen Union auch, aber in meinen Augen auch verbessert in der Zielstrebigkeit, hatten 4, 5 sehr gute Situationen kreiert und finde das auch in der zweiten Halbzeit, sowohl die Startphase wie auch der Schluss von unserer Seite sehr aktiv gestaltet wurde, aber schon diese 30 Minuten unser Spiel ein bisschen angepasst haben, um dem Gegner auch wenig Möglichkeiten zu geben, im Wissen, dass wir auch hinten raus mit den Ein- und Auswechslungen noch Möglichkeiten haben. Ich glaube, wir wollen eine Mannschaft generell, die aktiv ist, die das Schicksal in die Hand nimmt, aber die auch verschiedene Facetten versucht auf den Platz zu bringen. Es braucht Momente der Geduld, es braucht Momente, wo man ein Resultat verteidigen muss. Es braucht auch Momente, wo man auf Fehler des Gegners warten muss, aber generell natürlich eher eine aktivere Rolle, heißt den Gegner aktiv anlaufen und selber auch Ballbesitz zu haben und das Spieldiktat zu führen. Das ist schon den Weg, aber im Wissen, dass es alles andere dazu braucht. Carsten Kellermann. Wie kann man dann planen gegen Union, hat der Kollege ja schon gesagt, ist das Spiel so gelaufen, wurde hinten raus gewonnen. Ist das ein Unterschied, ob man dann zu Hause oder auswärts spielt, wenn man einen Plan für so ein Spiel macht, wie gegen einen sehr ähnlichen Gegner, der auch sehr robust ist, der sehr körperlich wahrscheinlich auch spielt? Ich will das nicht verallgemeinern, aber es ist schon so, dass als Heimteam hinten raus meistens ein bisschen mehr Energie freigesetzt wird, auch durch die Unterstützung der Zuschauer. Wir erwarten in Augsburg von Anfang an ein sehr intensives Spiel, Freitagabendspiele, Flutlicht, packende Zweikämpfe. Wir erwarten auch einen Gegner, der auf die letzten Resultate reagieren wird und uns von Anfang an extrem stressen wird. Ich glaube, wir müssen den Kampf annehmen, wir müssen die Duelle annehmen. Es wird den einen oder anderen langen Ball mehr geben von beiden Seiten. Da geht es um Kopfballduelle, zweite Bälle. Aber dann während dem Spiel natürlich auch zu unseren Prinzipien dann auch finden, dass wir unser Spiel auch aufziehen können. Im Wissen, dass es bei einem Auswärtsspiel vor allem auch diese
Basic-Qualitäten braucht, diese Aggressivität, diese Galligkeit in den Duellen, weil sowieso in der Bundesliga wird einem in keinem Zweikampf etwas geschenkt. Christian Horno. Tim Kleindienst zeichnet sich ab, dass er für die Nationalmannschaft nominiert wird. Ich hatte jetzt in den letzten zwei Spielen das Gefühl, dass sich der Gegner ein bisschen besser auf ihn eingestellt hat, dass nicht mehr so viele Abschlusssituationen. Sehen Sie das auch so? Aber was zeichnet ihn auch in solchen Spielen dann für die Mannschaft aus? Ja, zuerst einmal würde es uns natürlich extrem freuen, wenn egal wer von unserem Kader zur Nationalmannschaft aufgeboten wird, ist immer ein Zeichen, dass wir alle zusammen, Team, Mannschaft, Spieler, in eine gute Richtung gehen. Es ist so, dass Tim für uns eine wichtige Rolle hat, weil er viel die gegnerische Abwehr auch beschäftigt, Räume auch so aufreißt, wo sich dann unsere kreativen Spieler auch aufhalten können. In Frankfurt weniger, jetzt aber haben wir im letzten Spiel schon wieder viel mehr auch über die Seiten Bälle in die Box gebracht, wo wir vielleicht nicht immer die richtige Entscheidung auch getroffen haben. Ich glaube, da können wir uns sowohl als Flankengeber wie aber auch unsere Spieler in der Box noch ein bisschen effizienter bewegen oder entscheiden. Es hätte schon die eine oder andere Möglichkeit gegeben, um Team besser ins Spiel zu bringen. Ja, generell ist auch sein Engagement, seine Bereitschaft, seine Energie, die er uns gibt im Spiel gegen den Ball, dass er als erster Anläufer unermüdlich ist, dass er keinem Zweikampf aus dem Weg geht und so die ganze Mannschaft auch mitzieht. Carsten Kellermann. Nochmal kurz zum Anfang zu den verletzten Situationen. Wie sprechen Sie die Mannschaft oder wie halten Sie die Spieler, die lange nicht spielen und auf diese Situation warten sollen, dass eben die Chancen kommen? Wie moderieren Sie das in der Mannschaft? Es ist ja teilweise nicht leicht. In den ersten Spielen immer eine klare Aufstellung gehabt. Unzufriedenheit kommt natürlich dann möglicherweise auf, logisch, aus man will spielen. Wie moderieren Sie das? Ja, zuerst einmal sind es jetzt 5 Pflichtspiele, wo wir praktisch in jedem Spiel 2-3 Wechsel auch drin hatten. Ich glaube, einmal die gleiche Aufstellung. Ich glaube, wir appellieren immer an alle Spieler, an die Mannschaft generell, dass wir gewisse Werte haben, die wir, wie wir miteinander umgehen, miteinander die Saison gestalten. Es braucht eine gewisse Geduld. Natürlich gehören da auch Einzelgespräche auch dazu. Wir bereiten auch während der Woche ja nicht nur die mögliche 11-12 Spieler vor, sondern alle Spieler sind integriert in den Trainings und kommen in den verschiedenen Rollen auch vor. Und ich glaube, dass wir einfach versuchen, jeden Spieler vorzubereiten, als wäre er ein möglicher Startkandidat, weil am Mittwoch kann der Trainer eine Aufstellung oder eine mögliche Aufstellung im Kopf haben, aber sei es eine Verletzung, krank etc., hat es schon praktisch jetzt immer gegeben, dass es Veränderungen geben kann. Und auf der anderen Seite ist es auch die Pflicht und eine der Aufgaben des Spielers, sich bereit zu halten, nicht nur physisch, sondern auch mental, wenn die Chance da ist zu spielen, sich sofort zu integrieren und im Dienste der Mannschaft alles zu machen, um erfolgreich zu sein. Christian Horner. Thomas Schwanscherer hat ja mit seinem Tor so eine Art Befreiungsschlag geschafft. Wie sehen Sie das, wenn er neben Tim Kleindienst spielt? Ist das eine Variante, die Sie gut finden, die auch für Augsburg, wo viele hohe Bälle und Zweikämpfe gefragt sind, eine Variante ist? Oder wird das Spiel dadurch ein bisschen zu statisch? Ja, also Thomas ist ja nicht der klassische Neuner, sondern vielmehr auch ein Spieler, der sich flexibel bewegt zwischen den Linien und am Flügel. Wir haben jetzt ihn öfters auch am Flügel spielen lassen, wo er ja auch beim vorherigen Club auch oft gespielt hat. Ihn zeichnet natürlich, dass er eine Spur mehr Geschwindigkeit hat, einen besseren Antritt hat, dass er zwischen den Linien auch für das Kombinationsspiel zur Verfügung steht. Also es ist beide Varianten möglich, mit Thomas und Tim ganz vorne, aber auch mit Thomas am Flügel oder auf einer zurückhängenden Position. Ich glaube, dass er diese Positionen alle bekleiden kann. Und jetzt liegt es dann schlussendlich an mir oder am Trainerteam zu entscheiden, in welcher Formation wir dann starten. Aber wir freuen uns natürlich extrem, dass Thomas
uns mit dem Tor die 3 Punkte ermöglicht hat, aber freuen uns vor allem auch für ihn. War ihm schon anzumerken, dass mit dem Tor auch eine gewisse Last von seinen Schultern auch gefallen ist. Carsten Kellermann. Wie bekommt man das hin, aus diesem Moment, über den wir gerade gesprochen haben, das späte Tor, das Siegtor, ein Momentum zu machen und dann vielleicht auch Konstanz zu machen, was die Ergebnisse angeht? Wie kriegt man das in der Mannschaft, diesen Erfolgsgedanken wirklich so ein bisschen implantiert? Ja, also generell sprechen wir ja viel mit dem Team und wir haben betont, dass der Weg seit Wochen sich gut anfühlt, dass es in die richtige Richtung geht, auch wenn die Resultate noch nicht immer da waren, vor allem bei den 2 Heimspielen, aber sehr gute Auftritte hatten, aber auch ganz klar auch angesprochen haben, was uns ein bisschen fehlt, wo wir vielleicht noch ein bisschen, ja, nicht unerfahren, aber vielleicht nicht konkret genug aufgetreten sind in gewissen Situationen. Und das ist uns jetzt gegen Union gut gelungen. Aber jetzt wegen diesem Last-Minute-Sieg zu erwarten, dass das immer so läuft oder immer gleich, wäre nicht gut. Also es braucht eine große Portion Demut von unserer Seite. Das haben die Jungs auch die Woche gut gemacht. Hart zu arbeiten, natürlich geben Siege einen Push und Vertrauen, aber jedes Spiel muss neu gespielt werden, beginnt immer bei Null und über mehrere Spiele diese Konstanz abzurufen, ist die Schwierigkeit in einer Liga, die sehr kompetitiv ist und wo jede Mannschaft eigene Stärken auch hat, und das sind wir uns bewusst. Carsten Kellermann. Vielleicht nochmal zurück zum Personal. Außer den beiden eben angesprochenen und den Langzeitverletzten fällt jetzt keiner aus. Und vergangene Woche hatten Sie den Fukuda mit hochgezogen. Kommt jetzt vielleicht jemand noch aus der jüngeren Garde mit dazu? Nein, keine zusätzlichen Angeschlagenen. Und ja, wir hatten letzte Woche entschieden, dass Gran Tranos mit der U23 spielt. Da ist Shio Fukuda reingerückt, und jetzt mit dem Ausfall von Nathan wird es noch mal eine Möglichkeit geben, jemand mehr dazu zu nehmen, werden wir nach dem Abschlusstraining dann entscheiden. Okay, ich sehe keine weiteren Hände, keine weiteren Fragen. Dann danke ich für euer Kommen, wünsche einen schönen Feiertag und freue mich, den einen oder anderen von euch am Freitag in Augsburg zu sehen. Danke. Danke. Es gibt einen Ort, der uns alle verbindet. Momente, die wir niemals vergessen. Wir siegen zusammen, wir leiden zusammen, wir stehen zusammen. Jeder von uns ist ein Teil davon. Jeder Schuss, jeder Sprint. Jede Sekunde zählt. Niemals aufgeben. Wir sind eine Familie. Gemeinsam. 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 Für Borussia. We don't gotta dance. Tell her park it up. Then that be poking up them jeans. I've been sparking up like the fireworks. I keep the